Hallo ihr Lieben, euer Girl ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Psychotante und der Fall ist ziemlich krass. Okay, wir machen uns jetzt wirklich auf den Weg zur Psychotante, wir sind jetzt stark genug und es wird echt Zeit, dass wir es mal angehen. Das wollte ich ja schon vor so langer Zeit machen. Dafür müssen wir diesen Schleichweg hier im Süden nehmen. Da habe ich ja mal Rückzieher gemacht von Trainer. Mit einem Level 37 Pokémon, was eigentlich jetzt nicht mehr so gefährlich ist. Genau der Typ. Dann schau mal, was er so drauf hat. Kumpel, kennst du mich noch? Lass uns kämpfen, vielleicht beruhigt mich das ja ein bisschen. Ich habe Gen übrigens nach vorne gepackt. Der Cody! Damit Gen auch wieder ein bisschen gelevelt wird. Hängt ja ein ganz kleines bisschen hinterher. Ah, Level 38 war es sogar. Na ja, auf unserem Level, ne? Zurückgeschreckt und goodbye. Ich glaube, wir sind ein bisschen stärker geworden. Ne, das kriegen wir hin. Wenn ich Psychotante im Level 40er, 42er hat, das ist voll in Ordnung. Das ist ungefähr unser Level. Ich weiß nicht, ob die Arena schon drankommen sollte, aber mir ist es egal, ich mach die jetzt. Jetzt bin ich noch nervöser als vorher. Sorry. Boah. Ja, das erkunden wir bestimmt auch noch irgendwann mit Surfen. Wir können das ja schon alles schön uns den Wellen bewegen. Aber alles zu seiner Zeit. Na? Was hast du für Pokémon? So ein schöner Ausblick. Ich werde dich besiegen und dann ein Selfie mit der tollen Landschaft im Hintergrund machen. Mach doch mit mir ein Selfie. Dann ist die Landschaft noch schöner. Das Beste ist meine Selbstverliebtheit. Der Aaron mit seinen komischen Wasser-Pokémon. Agilutza. Da geht die Luzi ab. Ja, alles wohl Level 38. Ist okay. Aquaschnitt. Das gute Scannen ist ein bisschen tanky. Echt viel Energie. Deswegen kommen wir da ganz gut durch. Level 40. Oh, Siberio, der Eisbär. Was machen wir gegen den Eisbär? Wäre natürlich ein guter alter Doppelkick. Richtig cool. Ui, Siberio. Aber ich glaube... Ach komm, probieren wir es mal mit dem Kopfnuss. Ich wollte gerade sagen, Schaufler ist natürlich auch geil. Was ist denn Schneelandschaft? So, jetzt schneit's. Ja, aber es ist ja kein Hagel. Was soll das jetzt bringen, Kumpel? Was soll da Schneelandschaft? Ist ja schön, dass es jetzt schneit. Oh, das war nicht gut. Nein! Okay. Vertrauen auf der RNG. Danke, dass du meinen Angriff geboostet hast, du Trottel. Hätte ich mich jetzt selbst verletzt, wäre Gen natürlich down gegangen. Das war ein bisschen risky, aber ist egal. Da klatscht er. Jetzt werde ich auf meinen Selfie total niedergeschlagen aus. Tja, heute. Niederschlagen sieht er jetzt aber nicht aus. So wie am Klatschen ist. Voll der Fan geworden von mir. Ja, selbst wenn da was drauf wäre, will ich da jetzt nicht runterspringen. Hui, krasser Weg, ey. Krasser Weg. Na, genau. Das ist doch mal ein cooler Kulissenwechsel, oder? Die Berglandschaft an der Küste. Weiß zugefallen. Voll mein Ding. Aber es wäre so ein Kung-Fu-Typ. Ja, da sind wir natürlich mit Gen wirklich jetzt falsch. Hm. Probieren wir es mal mit unseren tollen Tutan. Seit meiner Niederlage in der Arena von Azarilla trainiere ich hier, um stärker zu werden. Santiago!
Quatermark, Normalkampf. Der olle Affe, da steht er plötzlich. Ein Psychstrahl, ne? Der Truthahn gefällt mir jetzt schon. Muss ich ja mal sagen. Der kann was. Oh, der rasende Affe kommt jetzt. Der steht wohl auf Affen. Noch ein Affen im Petto? Ne. Sein letztes. Ich glaube, der Truthahn wird öfter benutzt. Ich liebe ihn jetzt schon. Ist er geil oder ist er geil? Ich glaube, die Arenaleiterin hat den auch. Glaube ich einfach. Jetzt habe ich schon wieder verloren. Oh ja, doch. Boah, der Weg ist so cool. Jetzt habe ich eine Höhle. Oh no. Komm, mach mal jetzt so eine richtig eklige, komplexe Höhle. Und sich wirklich drin verläuft und die Krise kriegt. Mach mal. Ach, wovon träume ich eigentlich nachts? Ja, die Höhlen sind zu einfach in dem Spiel. Zu linear. Hey, Drasche. Refex. 1000 Stück davon sogar. Top-Elixier, ja moin. 2 Stück. Entschuldigung. Na, ist jetzt auch auf einmal Level 60er und im Spiel traue ich das so. Können wir kämpfen? So als Andenken an meinen Besuch in der Azarilla. Hab jetzt keine 60er, du Arsch. Das für ein geiles Pokémon. Level 39. Was ist das für ein geiles Pokémon? Sieht so episch aus. Käferbiss. Das wird spannend. Das kann ich mal sagen. Und ich glaube, ich gehe nicht als Sion hervor. Ne. Das will nicht reichen, ne. Kacki. Aber jetzt macht er nur Bodycheck. Minus 200 IQ. Dann wird er gepflückt. Das mal eher ausprobiert. Wo ist denn das ein Käfer aus? Sieht für mich aus wie ein rein Psycho-Pokémon. Naja, so ist halt mit neuen Pokémon, ne? Weiß nicht, welchen Typ die hier angehören. Ach, wir sind doch gar nicht in Azarilla. Nö, wir müssen scheinbar noch durch die Höhle. Was ich auch noch gucken wollte, stimmt, das habe ich voll vergessen. Nein, nicht Profil. Ach Mensch, Girl. Wir haben im letzten Part auch gegen Nemila gekämpft und die hat die letzte Entwicklung von der Ente. Mich interessiert wirklich, welchen Typ dieses Viech zugehörig ist. Steht da nicht. Doch, Kampf! Kampf! Okay. Wasserkampf. Damit hätte ich nie im Traum gerechnet. Krass. Einfach Wasserkampf. Was ein Kampf. Los. Und Jammer. Felsgrab. Naja, gibt Schlechteres, ne? Gibt Besseres, gibt Schlechteres. Guck, jetzt sind wir gleich da. Das war ja auch so eine Sache, ne? Ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, wie man überhaupt hinkommt. Oder ist Azarilla City hier in der Höhle? Das wäre natürlich witzig. So eine Stadt in der Höhle. Auch das hätte wieder Pokémon Colosseum Vibes. Mit Orkus oder wie ist die Stadt? Ist Rundhorn Stadt? Ja, ich meine, hier ist Orkus. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja, moin. Jetzt wird die Höhle doch so krass und komplex. Genauso wie ich es wollte. Träume werden wir. Hier ist wieder das haarige Jammer und den Drachenfrau.
Ich wusste gar nicht, dass es Reit-Pokémon gibt, die auf so steilen Hängen hochkommen können. Isabel! Und Hariyama ist einfach ein Zuschauer oder was? Jo, der hat Bock. Der feuert ja an. Klar, steht einfach mal random Hariyama rum, warum nicht? Dieses Spiel, ja. Hey. Natürlich hat er Knirscher, natürlich hat er Knirscher, Mann! Warum hat er Knirscher? Natürlich habe ich keine Eisattacke, na komm. Drache gegen Drache. Ein bisschen risky. Ich glaube nicht, dass Draschel anfängt. Nee. Edgebat. Ich habe auch Drachen-Pokémon. Ja, wenigstens hat sie nicht Trapfe. Hariyama hat keinen Bock mehr. Ist enttäuscht von mir. Ist abgehauen. Ah, das ist doch viel, oder nicht? Hätte ich tauschen müssen. Boah, Level 40 sehe ich ja jetzt erst. Ist es fehl? Ich probiere jetzt eine Drachenattacke. Ich hoffe nicht, dass es fehl ist. Sieht jetzt so richtig fehlmäßig aus. Und, nö. Drache Wasser? Mann, du siehst aus wie eine Fee. Dringend tanzt es überhaupt was? Ja, für Flipper. Oh, Max Hax. Nee, als ob. Ja, natürlich. Einfach ein fettes Max Hax. Und wir outspeeden ihn. Ich kann sagen, was man möchte. Harley ist aber sehr schnell. Ja, das war's, ne? Ja, ganz ehrlich, was macht denn hier auch Max Hax? Schon so ein Endgame-Pokémon, was soll das denn? Tja. Da muss wohl wieder die One-Hit-Maschine richten. Level 40. So kann ja der Schwierigkeitsgrad bleiben, da habe ich nichts dagegen. Vielleicht auch mal die Beleber und sowas los. Aber was soll ich mit den ganzen Belebern, wenn ich die nie verwenden muss? Oh, Energieball. Ich glaube nicht, dass ich das anlernen möchte. Das ist speziell, das brauchen wir nicht. Dabei habe ich so viel trainiert. Nicht genug, wie es mir scheint. Beleber, ja. Kann man machen, ne? Bis Level 45 reichen uns die Pokémon, ne? Immer noch ein bisschen Luft. Zum Glück. Nein, ich will nicht gegen Medici kämpfen. Aber wo geht's denn hier noch hin, sag mal? Ist das krass? Die Höhle ist gigantisch. Endlich meine komplexe Höhle. Meine Gebiete wurden wirklich erhört. Puh, nur noch ein Stückchen. Ich habe beschlossen, den ganzen Weg bis zur Stadt zu Fuß zu gehen. Keine Reit-Pokémon. So ist ein Design an mich. Jeremy ist Jeremy Fragrance. Power! Kraft! Strength! Jeremy Fragrance, das ist... Okay. Das muss sein. Ich hoffe, ihr kennt Jeremy, sonst denkt ihr, oh mein Gott, sie ist hier und jetzt voll eine Waffe. Komm, Verwirrung. Yes. Oh, was die für krasse Monster hier haben, ey. Endlich mal schwer. Das heißt schwer. Das ist genauso wie es sein soll, der Schwierigkeitsgrad. Ja, und das war's. Nee, doch mal nicht. Tja, Leute, ich glaube, die Stadt machen wir nicht. Ich will jetzt die ganze Höhle erkunden. Die ist ja krass. Endlich mal so eine richtig komplexe, verwinkelte, verschachtelte Höhle. Klar ist nicht mehr so wie früher. Wo wirklich der Gedanke gemacht hast, oh nein, ich verlaufe mich, es ist dunkel. Aber ist immer eine größere Höhle. Weiß zu gefallen. Trotz Kamassauts fiel ich ihnen immer noch. Schnellmauts einfach ist. Heftig. Not bad at all.
Cool. Sehr, sehr geil. Jetzt zittere ich vor Wut genauso wie meine Beine vor Erschöpfung. Mach lieber für deine Parfüm-Top-10-List, Jeremy. Sei mit Jeremy Fragrance, aber nicht nur. So. Mediti, lass mich in Ruhe. Jetzt will ich es meditales werden. Sag mal, wohin führt denn dieser Weg? Ich habe keine Ahnung, wohin der Weg führt. Wie sieht das Wetter heute aus? Lass mich dir mal zeigen, warum das Wetter für mich so wichtig ist. Den Wetterteam oder was? Jelena. Ja? Die haben jetzt echt Pokémon, wo du echt keinen Spaß gegen hast. Level 44! Ja, moin! Level 44! Nee, du. Was, Mann? Was geht dir gerade ab? Natürlich kommt Flipper, der gar nichts kann. Weil sich irgendwie nicht entwickeln möchte. Vielleicht hat er auch keine Entwicklung. Vielleicht baut er für den Wasserstein. Ich weiß es ja nicht, weil es ein neues Pokémon ist. Ist auf jeden Fall der nächste Rausfliege-Kandidat. Boah, Erdbeben. Jetzt wird's krass, das Spiel. Tja! Überlebt vor allem in 1, genau. Da kommt wieder der Brüller. Ja, jetzt, wenn Flipper jetzt kommt, gibt's die Wasserdüse. Und guckt schon blöd aus Wäsche. Ob das jetzt so klug war für dich, das war ja auch zu bezweifeln. Der kann ja vom Bodenattacken nicht getroffen werden. Double Kick! Boah, es ist gut, dass der weg ist. So nervig, das Viech. Nee, Lava Party. Gangwechsel. Gangwechsel. Wechselt Gang. Erhöht sich nicht nur der Angriffswert, sondern auch die Initiative des Anwenders. Stark! Aber auf jeden Fall wird das genommen. Knirsch ist cool, Feuerzeug ist cool. Ja, komm, ruckzuck, kick weg. Initiative und Angriff stark erhöhen. Das ist der Drachentanz auf Crack. Krass. Einfach nur krass. Feuerwehrrock. Da wechseln wir wieder zum Mautz. Pflanzenattacke. Sollte dafür Recht und Ordnung sorgen. Boah, ist die Hülle cool, ey. Oh no, der Wolverock ist auch super schnell. Nein, der Sandsturm. Oh nee, das war's, Leute. Ich hoffe nicht, dass der Sandsturm mich jetzt mal erwischt. Was war ihr letztes Pokémon? Ja, wir haben Glück gehabt. Sehr schön. Ramauts fällt jetzt eigentlich auch Geschichte. Ein Sandsturm ist auch eine Art des Wetters. Kommt drauf an, wo man lebt, ne? Hui, das ist geil. So macht das Spiel Spaß. Starke Pokémon auf unserem Level. Tja, wenn ihr sowas cool findet, spielt einfach mal Pokémon XD oder Colosseum. Da hast du immer sowas. Da können wir auch noch rüberfliegen. Ja moin, ey. So viel zu tun. Ich gucke erstmal, wohin das führt. Die Höhle. Die hat es mir jetzt echt angetan.
Das ist die Stadt schon. Klavion. Ja, ich habe viele Klavions. Toll. Und jetzt? Ich will die gar nicht fangen. Hier weg. Wenn es hier nach Azarilla City geht, ihr Lieben, dann möchte ich hier noch nicht sein. Sorry. Wie gesagt, die Höhle hat es mir jetzt ein bisschen angetan. Schaffen wir es von hier, dort rüber zu fliegen? Ich glaube schon, wenn wir von hier aus springen. Da ist auch noch ein Trainer. Nee, das schaffen wir nicht. Komm mal, mein Trainer. Das haarige Jammer ist schon wieder da. Wieder so ein Lieferanto-Typ. Was für ein netter Weg bis zur Stadt. Ich mag ihn. Den Weg hoch. Will schon oben bleiben. Oh, Pampros. Das ist krass, das Viech. Ich will da ihn nicht kämpfen müssen. Level 39. Naja, Verteilung kann meinetwegen steigen. I mean, wir greifen ja sowieso nur speziell an. Los, Verwirrung! 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 Ich sag's euch, Pampros ist eins der krassesten Pokémon ever. Ja, so schlimm ist nicht, aber schon echt stark. Ist mir auch schon positiv in Schwert und Schild aufgefallen, das Viech. Wenn ich nicht so erschöpft wäre, hätte ich bestimmt gewonnen. Träum weiter. So. Diese Höhle. Komm, wir finden uns genau unter der Stadt. Laut der Karte. Heftig, oder? Ich finde das heftig. Von da ist ein Fall gekommen, oder? Ich weiß es halt alles nicht mehr. Oh, ist das kacke hier. Ich kann mir schon mal die Wege nicht merken. Von hier ist ein Fall gekommen. Na gut, dann schließt sich ja hier schon mal ein Kreis. Wie es zu Azarilla geht, haben wir jetzt auch schon gesehen. Mich interessiert, was hier noch ist. Los, das schaffst du, yes. Yes, yes, yes. Ovaler Stein. War ich da jetzt schon, oder? Oh, da ist auch noch ein Trainer. Ich sollte switchen. Ich will mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Angriff und Initiative steigern. Das Schatzo macht so viel Spaß. Dich zu besiegen wird noch mehr Spaß machen. Wir sind alle genauso sicher wie ich. Alicia. Rockai, Mann. Noch nicht mal komplett entwickelt. Davor soll ich jetzt Schiss haben? Lächerlich. Wir wechseln die Gang. Initiative steigt stark. Angriff steigt. Ach so. Initiative stark und Angriff nur normal. Toll. Ich hätte mir Verwirrung. Ich kann kotzen. Hoffen wir mal auf das Beste. Glück gehabt, das war's. Nach diesen ganzen Boosts ist es vorbei. Muss ich jetzt leider wechseln. Verwirrung ist mir zu risky. Was ist Mantidea? Klingt auf jeden Fall nach einem Wasser-Pokémon, also. Mautz. Mantidea. Hab ich noch nie gehört. Scheinbar schon wieder ein neues Mon. Na dann. Echt nichts.
Ich hoffe, du bist wirklich Wasser. Nee, das ist ein Mantis. Das ist bestimmt ein Käfer. Ich dachte wegen Manta rochen. Ich dachte, das wäre Wasser-Pokémon. Das ist Käfer und Vierfach effektiv. Ja, moin, ey. Alles falsch machen, was man falsch machen kann. Ich hasse mich. Aber was soll ich das wissen? Ich kenne die doch nicht. Dafür gibt's Rache. Oh, was ist so peinlich. Ich habe echt nicht an Mantis gedacht. Und Manta rochen. Risikotackle? Nee, Risikotackle ist doch doof, oder? Ist halt stark, aber Rückstoß. Na gut, so weiße Stimmen werden wir eh nie benutzen. Warum nicht? Verlieren macht keinen Spaß. Ja, und eine Vierfachschwäche zu haben, macht noch weniger Spaß. Tja, jetzt werde ich wenigstens die Beleber nach all den Jahren mal los. Hat doch was, oder? So, wie komme ich jetzt hier hoch? Geht doch. Hier war ich ja schon, oder? Da will ich hin. Wie zum Geier komme ich da hin? Let's see. Die hatten wir schon. Wie kommt man da drauf? Gute Frage. Nächste Frage. Sind dabei drei Stück sogar. Ja, wie kommt man da drauf? Das wäre eine gute Frage. Die Höhle haben wir jetzt eigentlich zu 100% ausgekundschaft, aber da würde ich gerne echt drauf kommen. Muss ja von da oben irgendwie gehen, oder nicht? Aber da geht es halt nur wieder weiter runter. Ich muss den Jump mal richtig gut timen, aber ich denke nicht, dass es geht. Seltsam. Ich glaube, hier müssen wir sowieso lang, ne, um nach der Stadt zu kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hey, diesmal liegen wir noch ganz gut in der Zeit. Normalerweise, wenn ich auf Uhr gucke, steht da schon eine 40. Ist auch so ein hoher Punkt, ne? Nee, wir sinken viel zu schnell. Das funktioniert nicht. Musst du von einem anderen Höhleneingang oder so hinkommen? Schwierig, schwierig. Was bist du denn für ein Viech? Was ist das für ein Spermium? Lumispross. Level 41! Ja, moin. Nimm das, Drachenklaue. Yes. Ich dachte, ich bin wieder vergiftet, aber ist nicht der Fall. So, jetzt haben wir Hyperbälle en masse. Da verwenden wir die auch. Flieg und Sieg. Na, geht doch. Supi. Glumispross. Tja, noch nie gesehen, noch nie gefunden. Komplett nie. Glumispross, das Erz-Pokémon, die giftigen Kristalle sehen echten Blütenblättern zu Weix sehr ähnlich. Er schützt sich, indem es einen pollenartigen Giftbuder verstreut. Okay. Sieht mir zu unscheinbar aus. Aber bestimmt eine Entwicklung, ja. Sehr wahrscheinlich sogar. Tja, Leute. Don't know. Oh no, ihr seht's ja. Da kommst du nicht einfach so dran. No. Ich hätte voll interessiert, was da oben ist. Vielleicht gibt's echt einen anderen Höhleneingang. Gehen wir jetzt mal zur Stadt.
zur Stadt. Die Frage ist, die Frage wurde soeben geklärt. Ich wollte nämlich gerade sagen, wo war es nochmal? Hier raus. Früher waren die Höhlen so dunkel, wo ist dieser TM-Blitz? Ist alles erleuchtet und sogar gibt es noch Fackeln. Für die es immer noch zu dunkel finden. Die Höhlen sind echt strange geworden im Pokémon-Spiel. Oh, naja. Ey, hier ist ein Ampharos. Schau, Level 40 oder so. Ist ja voll in Ordnung, was soll ich denn? Ne, jetzt auch Level 40. 45-ish. Oh, yeah. Gothic-Pokémon. Hypomorba. Auch Psycho. Alles wird schön geknirscht. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht, Leute. Soll ich es mal fangen? Ich fange das jetzt. Gut, dass du ein Pokémon-Center hast. Sehr gut sogar. Schon ziemlich geschwächt, das ganze Team. Ne? Und ich habe viele Beleber benutzt, alles. Ist auf jeden Fall jetzt schön anspruchsvoll. Du kannst gerne bleiben. 1, 2, 3. Let's go. Hypomorba wurde gefangen. Yes. Zauberschein. Was war das denn nochmal für eine Attacke? Spezialfee. Ja, warum nicht? Warum nicht? Klingt schon am Plan. Hypnomorba hat das Manipulator-Pokémon mit seinen Psychokräften ordentliches Kieselstall zu Sternbildern an. Manche Menschen glauben, es sei aus dem Weltall gekommen. Also Alien stelle ich mir weniger girly vor. Echt? Alien sitzt also Gothic-Lolitas oder was? Okay. Wir haben Molimorba die Wimper abgerissen. Die Stadt sieht auch interessant aus. Ja, die Städte sehen alle schön aus, weil wenn man nicht in die Häuser kann, finde ich das alles andere als einladend. Los, Schwester Joy. Mach mein Pokémon wieder fett. Ich gucke mir die Route auf jeden Fall hier nochmal so ein bisschen an. Im nächsten Part machen wir in die Stadt plus Arena-Leiterin. Die Make-up-Queen. Steht zumindest auf der Map. Hat wohl irgendwas mit Make-up zu tun. Hey, Kumpel. Hey, ich bin der von der Pokémon-Liga. Yo, neuen Trainer. Geil. Flammenblitz. Okay. Flammenblitz. Wir haben wohl leider kein Feuer-Pokémon. Flammenblitz natürlich ultra stark. Hey, den Typen haben wir noch gar nicht gemacht. Du kämpfst nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine hart trainierten Muckis. Henning. Es kommt nicht nur auf Muckis an. Mann. Das komische Männer, die immer nur darauf aus sind, irgendwie die Muskeln zu haben. Unsympathisch. Das ist die Entwicklung von der anderen Viech. Oh no. Naja. Feuer ist auf jeden Fall sehr effektiv. But not strong enough. Ich glaube, der one-hitted uns. Ja, Harley ist einfach nicht stark genug. Sind wir mal ehrlich. Wenn die jetzt immer voll entwickelte Pokémon haben, dann gewinnst du keinen Blumentopf mehr. Ja, ich wusste es. Ja, du fliegst aus dem Team, Harley. Du fliegst aus dem Team, du bist zu bad. Der hat ja gar keine Chance mehr. Der hat wirklich keine Chance mehr. Das ist echt zu schlecht. Und Flipper ist ja noch schlechter. Nur weil Flipper ist das Ding, das, ich glaube, der entwickelt sich noch. Na komm, Risikotackle. Ich hoffe, es reicht. Das wird überhaupt nicht effektiv. Ja, es reicht. Sehr schön. Oh Mann, ey. Ich meine, ist ja cool mit dem Gangwechsel, wenn er sich so
aufpowern kann, aber wenn der sowieso immer sofort stirbt, bringt das halt nichts. Hey, du hast meinen Muckis einfach ignoriert. Ich bin ein Girl, was da keinen Wert drauf legt. Sorry. Dann müssen wir mal schauen. Los, Schwester Joy, muss leider noch mal ran. Harley ist so bad. Ich glaube, die Arena wird easy mit Unlicht-Moves. Der Nachthieb wird uns carryen. Clownwetzer plus Nachthieb. Südliche Zone 6. Dann gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Ja, bisher haben wir noch 5 Minuten. Ich plane immer so 40 Minuten ein. Für Pokémon. Weil sich das für dieses Pokémon-Spiel auf jeden Fall anbietet. Man schafft so weit Purpur und Karmesin halt gar nichts. So, dann wollen wir mal schauen. Grüne, saftige Wiesen. Ohne Qualotbär. Schon wieder Militier, geh weg. Militier woanders. Chef Rums. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ne, wir können uns da jetzt hinbohren. Was wäre er denn? Die Treppe des Grauens vor der Akademie hat meine Beine abgehärtet. 1, 2 und los. Streber. Der Armin. Man kennt ihn. Man liebt ihn. Kronjuwels. Na? Halle, glaubst du, packst das? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass es packt. Na, erstmal ein bisschen boosten. Na, mal gucken. Kronjuwel packt er vielleicht gerade noch so, aber dann ist er auch schon wieder Ende im Gelände. Das mit Boost, Leute. Ich glaube, der Bodycheck hätte jetzt sogar ausgereicht. Aber wegen der Verbrennung wurde halt der Schaden minimiert. Ah, oh Mann, voll schade, dass er so schwach ist. Ich mag ihn ja eigentlich. Er hat echt keine guten Werte. Level 41, rundum Schutz. Sollst du hier aggressive Sachen kriegen? Finde ich so ein Quatsch. Oh no, Pyroleo. Ist ja auch vom Typ normal, das heißt, der Doppelkick wird hier wieder Punkte sammeln. Ah, ich bin echt gespannt, was für Pokémon die Arena Leiterin hat. Psycho-Pokémon hin oder her. So ein Level würde mich interessieren. Oh je, der männliche Löwe sieht ganz anders aus, ne? Ich habe mit dem weiblichen Löwen gefangen. Wieder halb. Damit gewinnt es keinen Blumentopf. Das war's leider. One-Hit-Wonder, Don Flamingo. Stets zu Diensten. Zweimal getroffen. Ja, One-Hit-Wonder zweimal getroffen, ich weiß. Es war ein einziger Move, wenn ihr versteht, was ich meine. So, immer schön Typ-Vorteil ausnutzen. So, Kumpel. Jetzt gibt's eine schöne Pflanzenattacke ab. And run. Entons haben wir ja schon oft genug gesehen im Spiel. Immer ein Volltreffer, ey. Ich liebe diesen Angriff so sehr. Ernsthaft. Der Angriff ist sowas von fantastisch. Tja, wenn nun? Wenn meine Pokémon noch nur gleichzeitig in meinen Beinen stärker werden würden. So schlecht waren deine Pokémon jetzt nicht. Kumpel. Das scheint eine große Route zu sein. Die hätte ich vielleicht jetzt nicht angehen sollen. Hilft es ganz schön viel zu erkunden, was?
noch einen Trainer. Der nur Punkt, Punkt, Punkt sagt. Sehr gesprächig, der Herr. Hier haben wir noch Orkan. Oh no. Das wollte nicht. Egal. Knirscher sollte ausreichen. Tatsächlich tut es das. Dann, ne? Fordern wir den mal noch heraus. So, du kleiner Knirps. Zeig mal, was du drauf hast. Kämpfen wir! José! Kein Mann der Worte, auf jeden Fall. Was ist das denn Lustiges? Den gab es nur im Pokémon Schild, glaube ich. Den komischen Eiswürfel-Pinguin, habe ich damals gar nicht gesehen. Natürlich blöd, weil er jetzt wieder auf Fresse bekommen. Bett. Tiefkühlkopf. Hä? Was ist das für ein overpowertes Pokémon? Jetzt muss ich wieder den Eisblock erst kaputt machen. Nee, Leute, muss ich weg sein. Das funktioniert nicht. Toll. Ich merke gerade, wie anfällig mein Team gegen Eis ist. Die haben ja alle eine Eisschwäche außer Gen. Probieren wir es mit Gen. Ist ehrlich, wenn ich da den Eisblock immer wieder wegklatschen muss. Da mache ich jetzt nur Lehmschelle. Wenigstens die Genauigkeit zu senken. Was ist das denn für ein krasses Viech? Eisblock nicht weg. Kann mir jemand mal das erklären, was mit diesem Pinguin auf sich hat? Immerhin kommt der Eisblock jetzt nicht zurück. Edgebad. Scheinbar kommt er nur, wenn es gerade wieder schneit. Es hört auf zu schneien. Nein. Es wird doch wieder Schneelandschaft und hat wieder seinen hässlichen Eisklotz da. Das gibt's doch nicht. Nervigstes Pokémon ever. Das ist ja so ein richtiges Stall-Pokémon. Was zum. Das ist ja wie ein Mini-Delegator. Was ist das für eine Fähigkeit? Geh weg und komm nie wieder zurück. Ich hasse dich und deine ganze Familie. Erst fand ich den Pinguin ja witzig, aber jetzt. Jetzt bräuch ich alles, ey. Du bist stark. Du bist nervig. Ernsthaft, was war das denn? Ne. Never again, please. Ich will noch zu den Turm. Auf den Turm würde ich gerne einen Part beenden. Das wäre episch. Oh, hier ist noch ein Trainer. Boah, diese Aussicht. Diese Aussicht, ich glaube, da hinten ist die Pokémon-Liga. Seht ihr das Gebäude? Das ist die Pokémon-Liga. Hui. Krasse Aussicht. Heftig. Da ist nämlich die Olivenstadt. Falls ihr euch noch dran erinnert. Lang, lang ist es her. Tja, da wächst man lieber wieder das Pokémon, weil Harley ist leider einfach zu schlecht.
Egal. Nehmen wir jeden Erfahrungspunkt mit. Take this! Komm, Schreck zurück. Nein! Oh nee, jetzt reicht es, glaube ich, nicht. Angriff und Verteidigung steigt, ich glaube, eine weite Kopfnuss reicht nicht, oder? Wegen dem Buff. Oh doch. Crit. Nur wegen dem Crit. So, Kumpeline. Los geht's. Das hier ist ein Paradies für jede Wanderin. Findest du? Da hatte ich schon schöne Orte, aber wenn du meinst. Oh, das ist die Entwicklung von diesem komischen Busch. Von diesem Wildwestbusch. Geistpflanze. Kann ich halt nichts machen mit Gen. Geistpflanze funktioniert nicht. Haben wir keine Chance gegen mit der Attacken. Ich weiß ja gar nicht, warum der keinen Biss hat. Dass die alle noch Megasauger haben. Nicht mal Gigasauger. Das ging ein bisschen schnell. Ich dachte, das Viech wäre stärker. So kann man sich täuschen. Wanderin Bertha ist besiegt. Als wäre man über den Wolken. Stimmt, hochgelegen ist es. Schöne Aussicht hast du ja, das ist gehörrecht. Ich möchte zu den Turm. Zu den Turm, zu den Turm, zu den Turm. Muss man sogar surfen? Ah, ich mach's ohne surfen. Ich halt die coolste bin. Ich mach das einfach von hier aus. Ich mach das einfach von hier aus. Schwupps. Cool, oder? Döner. Oh mein Gott. Oh, Donner ist halt nicht gut, wenn du keinen Regentanz hast, finde ich. Na toll. Nimm mal diese Geister-Pokémon. Ja, dieser Spend ist halt wirklich nicht gefährlich. Kann immer noch nur Tackle und Erstaune. Was ist denn das für ein schwaches Pokémon? Ernsthaft jetzt? Ich dachte am Anfang, das wäre voll heftig. Nerd. I believe I can fly. Ich weiß, dass es so unbewusst war. Alles zu seiner Zeit. Kuscht euch! Schnell weg! Oh, ich wollte ja den Part auf den Turm beenden, ja moin. Ich kann schon wieder nicht aufhören. Das Spiel macht süchtig. Sind halt hier, ja, hier ist Meditalis, das erste Mal. Ach guck, da ist auch noch was. Wie komme ich da denn jetzt hoch? Ah, ich weiß wie. 200 IQ. Ja. Schallwelle. Jetzt fliegen wir noch da unten hin. Dann, hier sieht es schon mal ganz gut aus. Hinter jedem Wasserfall ist ein Secret. Hinter jedem Wasserfall ist ein Secret. Ne. In dem Spiel leider nicht. The cake is a lie. Na gut. Der Schiefturm vom Plitsch. Was? Eines der 10 Wunder von Paldea? Ja, ob das eines Wunders würdig ist, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Ist auch so ein krasses Pokémon. Ach, dann mache ich die Route doch noch komplett fertig. Oder was meint ihr? Wenn wir jetzt schon so weit sind. Ihr sagt sowieso ja. Auf eine längere Folge.
Ich meine, beschweren kann sie ja wirklich niemanden, wenn es täglich kommt. So langen Part. Aber trotzdem. Bin echt ein bisschen gespannt, was uns da erwarten wird. Das sind die Gen 1 Sprites von Pokémon Rot und Blau und Grün. Cooles Easter Egg. Deshalb hier ein süßes Easter Egg. Einfach die Gen 1 Sprites. Na gut, komm. Sonst sprengt es da wirklich jetzt den Rahmen. Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Find's aus beim nächsten Mal. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es hier gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure. Das hier. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!